Ja, und damit kommen wir natürlich zurück, meine Damen und Herren, mit dem Christian Lenz von Mausport. So, wie sieht's bei euch aus? Heute leider nur als Zuschauer mit am Start. Sehr traurig. Was ging bei euch in den Köpfen vor am gestrigen Abend? Ich glaube, gestern Abend ist jeder von uns so ein Stückchen gestorben. Wir haben unendlich schlecht gespielt. Das war weit unter unserem Niveau. Woran das gelegen hat, kann man nicht sagen. Ob es Druck war, es darf eigentlich kein Grund sein, wenn man auf so ein Turnier fährt. Wir haben ein gutes Bootcamp davor gehabt. Die Events davor waren gut gewesen. Wir haben eigentlich nichts davon mitgenommen. Das ist sehr, sehr enttäuschend. Glaubst du, dass auch die Map-Wahl vielleicht eine der fatalsten Entscheidungen war, gerade gegen Flipside, Cobblestone, eine ihrer stärksten Maps? Bei euch hat man sehr oft Cobblestone gesehen, gerade auf der Gfinity und so. Ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, es ist bekannt, dass wir Inferno raushauen. Das weiß jeder. Dann haben wir überlegt, wo ist Flipside noch stark? Ich meine, Flipside ist einer von zwei Gegnern, die uns nochmal gar nicht liegt, neben Dignitas noch. Wir sind auf Cobblestone nicht so schlecht, aber wir sind halt schlecht ins Spiel gekommen. Am Ende hat uns das auch das Spiel gekostet. Trotzdem muss man auch sagen, wenn Joe und Dennis die Pistol Round als T nicht holen, die uns King Green wirklich, nicht King Green, Flipside wirklich geschenkt hat, ja, dann wäre so ein Spiel vielleicht auch 15-6, 16-6 ausgegangen. Das war also insgesamt halt einfach nicht zufriedenstellend gewesen, da die Map keine Rolle gespielt. Wir waren auf den Maps gut vorbereitet. Lass uns noch ein bisschen über den ersten Tag sprechen. Da war ja dann die Niederlage gegen Cloud9. Als ihr dann abends im Hotel wart, wie war da so die allgemeine Stimmung? War man sich fest sicher, morgen ist das auf jeden Fall eine machbare Aufgabe? Da stand ja auch schon fest, gegen wen man antreten muss. Ja gut, erstmal haben wir gedacht, gegen Cloud9 ist auch eine machbare Aufgabe, weil wir immer nur gute Spiele gegen sie hatten. Auch da in dem Spiel auf Overpass haben wir unfassbar schlechte Moves gespielt. Natürlich muss dann abends versuchen, sowas zu vergessen. Wir waren was essen gewesen, haben nochmal drüber gesprochen, was ist schiefgelaufen. Overpass wäre eine potenzielle Map gewesen, auch gegen Flipside. Und ja, die Stimmung war halt schon angeknackst, aber es war eigentlich jeder sicher, dass wir, egal gegen wen wir spielen, wir wussten es ja am Anfang noch nicht, als wir weg waren, die Chance haben, weiterzukommen. Es war ja auch noch nichts verloren gewesen. Ja. Die Einstellung von den Spielern hat gestimmt. Jeder hat eigentlich alles dafür gemacht, dass wir on point sind, aber keiner war es. War jetzt im Nachhinein gesehen vielleicht doch der Druck zu hoch, den man sich selbst aufgebaut hat, der natürlich auch aus der Community, auch von uns, von 99 Damage da aufgebaut wurde? Nee, der Druck, wenn man es so nennen kann, war absolut gerechtfertigt gewesen. Ich meine, es ist ein deutsches Event. Das ist ja das größte CSGO-Event und wir sind das einzige deutsche Team und wir haben verkackt. Ja, das darf nie eine Ausrede sein, dass der Druck so hoch ist. Ich meine, es gibt viele Turniere in Schweden, da spielen Teams wie NIP und Fnatic, die zwar definitiv was voraus haben uns gegenüber, aber damit muss man umgehen können, wenn man Profispieler ist. Dafür werden die Leute auch bezahlt. Wie ist jetzt so allgemein die Stimmung? Wir haben ja gerade schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Konntest du schon irgendwie ein bisschen was auffangen? War der ein oder andere vielleicht so ein bisschen in der Überlegung zu sagen, okay, das war's jetzt für mich, oder ist es nicht im Kopf drin, also spielt es keine Rolle? Am härtesten hat es Fatih getroffen. Der ist gestern Abend auf sein Zimmer, nichts mehr gegessen. Die anderen waren unten nochmal in der Bar gewesen, haben da mit Sicherheit ein bisschen gesprochen. Stimmung ist natürlich schlecht. Ja? Wenn du dann hierher kommst und so siehst, was auf der Bühne abgeht, was im Publikum abgeht, wenn man sich dann vorstellt, was los gewesen wäre, wenn wir da reinkommen, da hat man schon ein paar Tränen in den Augen. Ja, das einerseits tut es unheimlich weh, andererseits ist es gerechtfertigt, weil wir wirklich schlecht gespielt haben. Da haben wir nichts zu suchen mit so einem Level. Ja, was in den nächsten Tagen passieren wird, wie die Leute damit umgehen, kann ich noch nicht sagen. Ich meine, es ist der erste Tag danach. Ich hoffe, es geht gut weiter. Ich meine, Chris jetzt eine Woche im Urlaub, dann fangen die Ligen wieder an. Wir haben gar nicht groß Zeit zu trauern. Ja, also die Leute müssen jetzt sich wirklich an den Eiern packen und müssen wieder Gas geben. Und vielleicht stellen wir ein paar Sachen um im Training. Manche Leute müssen ein bisschen mehr machen. Wird sich jetzt alles in den nächsten beiden Wochen zeigen, wie gut wir damit umgehen können. Ja, vor allem, wenn man hier wirklich durch die Arena läuft, sind sehr, sehr viele in roten Kleidungen, ja, da. Ne? Sehr, sehr viele Maustrikots, Mausjacken.
finde es trotzdem gut, dass ihr euch trotzdem hier präsentiert zeigt, ne, ja, mit ein paar Leuten noch Fotos macht. Ist es eine Voraussetzung von der ESL aus oder von euch selber? Nein, das kommt auch von uns. Also ich meine, wir haben morgen von der ESL eine Unterschriftenaktion, ich glaube um 16 Uhr startet das. Aber die Jungs wissen, dass sie sich zeigen müssen. Wir haben heute viele Fotos gemacht, viele Sachen signiert. Wir haben auch sehr viele positive Nachrichten gekriegt, sei es per Spieler-Messages auf Facebook oder wir haben auch natürlich gelesen, was im 99-Damage-Forum steht. Das baut uns schon auf. Es hilft nur im Moment leider nicht, weil Schmerz und Trauer überwiegt. Ja. Aber für uns ist wichtig, dass wir zumindest ein bisschen was zurückgeben können. Das konnten wir spielerisch nicht, deswegen machen wir es hier und das wissen die Jungs auch und das machen sie auch ganz gut. Wenn du schon das Forum ansprichst, gibt natürlich positive wie auch negative oder ne, ja. Änderungsgeschichten. Nico ist ein Name, der momentan immer wieder fällt. Ist das wirklich eine Option, über die man vielleicht in Zukunft nachdenken wird oder ist das wirklich ad acta gelegt? Wenn du mich jetzt fragen würdest, ich getan. Woran hat es gelegen, dass ihr verloren habt, würde ich sagen, wir waren spielerisch zu schlecht. Mhm. Und dann muss man sich überlegen, wie kann man spielerisch besser werden? Gibt es einen Spieler auf dem Markt oder in den eigenen Reihen, der das verbessern kann? Und das werden wir auch in den nächsten Tagen aufarbeiten. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, denn gleich geht es hier direkt weiter mit dem nächsten Spiel, NiP gegen Virtus Pro, was auch jahrelang Manager von den polnischen Jungs. Wie schätzt du die Chancen ein gegen NiP, die, wenn sie in den Playoffs waren, in den Major, beziehungsweise sie waren immer in den Playoffs bei einem Major-Turnier, haben es auch immer bis ins Finale geschafft. Glaubst du, Virtus Pro kann da ihnen ein Bein stellen? Normalerweise verlieren Philipp und Victor nicht gegen Get Right und Forrest. Deswegen gehe ich von einem knappen 2-0 für Virtus Pro aus. Ehrlich, ja? Ja. Okay. Ich habe gute Hoffnung. Ja, gute Hoffnung. Außerdem haben sie sich das verdient. Ja, und vor allem muss man auch sagen, ich glaube, hier, wenn man sieht es gerade, können wir gerade nochmal einfangen hier, da wird wirklich die komplette Crowd gepusht. Der ist da natürlich wieder hardcore unterwegs und einer läuft mit Selfie machen sogar mit. Ja, also gerade die polnischen Jungs, die sind ein unglaubliches Turnierteam. Ne? Und die brauchen die Crowd, die können die auch gut einheizen. Und ich glaube, gerade Pascha, ne, über das letzte Jahr, der hat so einen Star-Bonus dazu gewonnen, dass da, glaube ich, die Crowd auch so ein bisschen auf ihre Seite ziehen kann, oder? Würde ich mir wünschen. Also, wenn ich jetzt hier wäre und könnte kein deutsches Team anfeuern, würde ich VP anfeuern. Die Jungs sind auch sehr fannah. Und natürlich brauchen sie die Crowd. Das sollte schon klappen. Ja, dann hoffen wir, dass soweit alle Fragen geklärt wurden, die es da auch in der Community vielleicht gab, dass wir da alle soweit mit abgefrühstückt haben, dass alle zufrieden sind. Danke, dass du dir natürlich trotzdem hier für den deutschen Stream so ein bisschen die Zeit genommen hast und da mal so ein paar Sachen offengelegt hast. Wir werden es natürlich gespannt verfolgen, was da jetzt so passieren wird. Wir kommen wieder. Ja, ich hoffe es natürlich. Ne? Jetzt muss man trotzdem den harten oder härteren Weg gehen wieder über ein Qualifikationsturnier beim Major, beim nächsten Major. Da ist es natürlich schwierig. Ne? Einfacher ist natürlich, in den Playoffs zu sein und automatisch dabei zu sein. Hat auch dieses Mal nicht viel genutzt. Das ist richtig. Und vor allem wird man sich wahrscheinlich auch ein bisschen anhören müssen. Penta zweimal bei einem Major dabei gewesen oder ne, zweimal qualifizieren können in dem, über die Playoffs. Und jetzt mit dem erkauften Slot dann nicht geklappt. Aber, ging in die Hose. Ja. Ja, wir hoffen, dass Mausbots da stärker zurückkommt. Du hast ja auch schon in Facebook geschrieben, dass du dich trotzdem auch bei allen Zuschauern bedankst und allen Fans über die Nachrichten und Co. Und dass man halt ja mit zu Recht verloren hat, aber ihr zurückkommen werdet. Und das stärker als jemals zuvor. Darauf sind wir gespannt. Das wäre super, wenn es klappt. Ja, das würde uns natürlich auch freuen. Ne? Von da danke, dass du da warst. Gruß an den Gerne. Rest der Bande. Man hat sie auch schon vorhin gesehen. Fatih habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Der war kurzzeitig am Analyst-Desk gewesen. Ja, stimmt. Ja, also da habe ich ihn gesehen, aber ne, jetzt noch nicht. Er wurde auch gut gefeiert. Ich glaube, es hat ihm auch gut getan. Also gestern war, normalerweise kann man Gob immer mit einem guten Essen was Leckerem zu trinken kriegen. Aber absolut. Also ging leider nicht. Und das zeigt schon, wie er sich gefühlt hat. Und das ist auch schwer für mich als Kumpel, dann die richtigen Worte zu finden, weil da gibt es einfach keine. Also man hat gesehen, dass den Spielern auch leid getan hat gegenüber den ganzen Fans. Es war halt schockierend, enttäuschend, schmerzhaft. Aber gerade diese Niederlagen sind eigentlich immer der Anfang von was Besserem. Und darauf baue ich auch. Ja,
Dann wünsche ich dir natürlich alles Gute. Ne? Danke. Gruß an den Rest des Teams und wir machen hier natürlich weiter mit dem Spiel Virtus Pro gegen die Ninjas in Pyjamas. Sonics wird hier natürlich gleich wieder den Platz einnehmen und solange bauen wir hier alles wieder um und sind dann gleich zurück mit dem Match. Bis gleich. Player. Pasha. Pasha.